Von einer weiteren Folge Guest Station Simulator. So, weiter geht's. Wir waren in der letzten Folge hier mit der Dame. Sprit ist schon wieder leer. Ich frage mich alles, warum der jetzt so schnell leer ist. Ja, zwei, drei Autos getankt und dann ist schon wieder tot. Auftragslieferung. Was Glück habe ich bestellt. Wir müssen jetzt noch mehr bestellen, ey. Also das nächste Geld, um jetzt verdienen, muss direkt in, warum haben wir doch hier noch? Ja, Reifen. Müssen wir direkt in Kraftstoff, dass wir das mit dem Kraftstoff jetzt mal aus dem Kreuz haben. So, erstmal hier den Hahn aufdrehen, dass der. Genau. Jawohl. Lars freut sich immer, wenn eine Folge Guest Station kommt. Das ist nämlich kein so Landwirtschaftsfanatiker, das ist eher hier sowas. So, weißt du. Ah! Die soll nicht reinfallen. No, I'm not joking. That's no, ma'am. I'm sorry. Okay. Gott, ey. It's a gift for you. Ah, ist schon weg. Hat sie nicht mehr gehört. Die Olle. So, haben wir da noch? Haben wir noch? Da ist noch einer. So. Aber kann man nicht. Die Tankstelle kann man doch auch irgendwie aufwerten. Also, haben wir einen Workshop? Warehouse? $1000. Aber die haben jetzt noch. Wir bestellen auf jeden Fall nochmal. Komm. Gleich nochmal bestellen. Aufschlagvorrat. Nicht genug Geld. Achso, 460. Okay. So. Gleich nochmal bestellen. Ja, hat ja lange genug gedauert, bis ich das jetzt mal gerafft habe, ey. Mit dem Sprit. Lars hat mich ja letzter Folge darauf hingewiesen. How much do I owe you? Junge, Junge, ich hab alles gedacht, das wäre ein Bug, ey. Schlimm. Schlimm. Ja, wenn man alt wird, ist halt Alter spielt auch mit einer Rolle. Ist alles nicht mehr so wie früher. Was haben Sie denn? Ein Reifen, okay. Keine Produkte mehr. Ah, oh, shit. Ja, mit der Werkstatt, das gibt es auch noch Probleme. Wenn wir jetzt nichts mehr zum. Wir haben kein Geld für irgendwas zu bestellen. Wir könnten einen Kredit aufnehmen, aber ich weiß nicht, wie sich das verhält mit unserem Onkel. Weil der möchte das ja auch irgendwann nochmal zurückhaben und das geht bestimmt nicht gut aus für uns. Und ich habe einmal die Schnauze poliert bekommen von dem. Da brauche ich eingeschnitzt nicht nochmal, weißt du? Muss nicht sein. Alter, was hast du denn hier für Kratzer drin? You're amazing. Uiuiuiui. So. Aber das geht schon an die Augen, wenn man die ganze Zeit hier jetzt guckt und steht und. Aber ich weiß immer noch nicht, was wir hier für Farbe nehmen sollen. Es ist schwierig. Na, du bist mal da. Dann können wir gleich mal auffüllen. Müll müssen wir auch noch bestellen.
Müllabfuhr. I was worried we'd be stranded. You are not stranded. Are you trying to scam me? Sorry. Da, komm vor. Den auch gleich. Den auch gleich. Dann haben wir das auch erledigt. Lieferung. Kraftstoff. Die Bestellung wurde reduziert, um den. Was? Ah, weiter in das Lager. Gut, da brauchen wir noch 1000 Dollar. Gut, dann machen wir. Ah, ist schon. Warte mal, wo war ich denn eben gewesen, ey? Werkzeuge? Nee. Einrichtung, Dekorationen. Ah, hier. Session. Ja, ich muss das jetzt erst erweitern, weil wir haben jetzt. Eigentlich haben wir jetzt erst halb voll. Da könnte eigentlich schon noch was gehen. Oh, Anforderung. Wir können. Wir könnten aufwerten. Aber das heißt, wir brauchen wieder mehr Produkte, mehr Regale. Ah, ich warte mal lieber noch ein bisschen. Erst noch ein bisschen Geld verdienen. Ah, geh doch. Dann ist das, wenn der noch unterwegs ist, dann geht's nicht. Ist jemand draußen? Ja. So, dann kann Andrew. Gut, dann kann der schon mal in die Kasse begeben. Dann kann ich mich schon mal um die anderen Sachen kümmern. Level 4, da haben wir 32% Ansehen, Popularität. F. Zahlung. Zurück, Aufgabenliste. Tankstelle, bedienen an der Kasse. Oh. Benziner. Den können wir gleich mal hochheben. Gut, der muss dann eh noch einen Moment warten. Face all. Reifen ist in Arbeit. Wird ganz frisch gepresst, der Gummi ganz frisch hergestellt. Nur das Beste für meine Kunden. Nimm dir schon mal einen Kaffee, ess einen Snack und keine Ahnung was. So. Das läuft. Oh, an der Scheiß gebaut. Hallo. Ja. Komm, wir überlegen so lange. So. Was kann man 508 Dollar Lieferung? Und zwar Autoteile. Reifen. Ganz wichtig, Reifen.
Reifen, Reifen, Reifen. Warte mal, 508 Dollar. Gut. Reifen sind sehr wichtig. Keine Produkte mehr. Gut, das war ja, glaube ich, alles leer. Jop, jop, jop. Okay. Da ist noch jemand. So, wie sieht es jetzt aus mit den Zielen? Good job. 20 von 45. 20 Fahrzeuge betankt. Also brauchen wir noch 20, 25 Kunden mit denen. 30 von 100. Fahrzeuge über 6 von 10 und ein erhaltenes Ringel 30 von 40, meine Jungen. Da haben wir noch ein bisschen. Die Kunden bedienen, das ist noch ein bisschen, das dauert noch. Just as I wanted. Yes. I wanted to. So, jetzt machen wir hier mal Parkplatz, dass wir. Hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Platz bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo steht denn überhaupt das Ding? Da steht er hier oder was? Ich weiß es nicht. F. Kein Kraftstoff. Auch so drin. Ne, ist leer. Achso, ich brauche den. Auch leer, ey. Jetzt ist der da. Sonst kommt keiner. Jetzt kommt alle aufeinander. Schlimm. Katastrophe. Komm, fahr rein. Hopp! Zeit auf. Ist auch nur, dass Reifen im Karton geliefert werden. Hello. Abfahrt. $186, das ist ja jetzt nicht viel. Komm, wir machen den gerade mal fertig. Ah, schön. So, da haben wir noch einen Reifen. Ganz frisch geliefert, nagelneu. Der hält immer eine Zeit lang. Ist auch nicht nachgeschnitten wie manch anderer. You're amazing. Ja, ich weiß, dass ich amazing bin. So, 376. Gleich nochmal Sprit. As I wanted. Top of the line job there. Okay, Polizei im Einsatz, alles gut. Alles gut. Ah, Kanister wollte ich. Voll? Voll. Gut. Mal Sprit, Sprit. Lieferung. Esel. Nicht genug Geld. Warte mal dann. $447. Ach komm, die 5 Dollar, die können wir jetzt auch noch warten. Komm. Ja. Ihr kauft viel. Perfekt. Jetzt können wir hier mal Sprit. Dass es mal vorwärts geht.
keiner da. Werkstatt ist jemand. Oh, das passt ja perfekt. Pass auf, der braucht jetzt schon wieder vier Reifen, ist wieder alles leer. Oh, ich sehe schon. Komm. Toll. Ja, bei uns wird Service groß geschrieben. Wir sehen schon vorher, was Sache ist. Da sind die Kunden noch nicht ausgestiegen. Wird direkt alles erledigt. So, was haben wir noch? Reifen. Ja, drei Reifen, ja, ist, wie ich gesagt habe. Ich wusste. Dann spricht sich rum, dass ich jetzt wieder Reifen habe und jetzt ist wieder alles. Oh, noch einer. Ah, Spiegel. Als hätte ich es geahnt. Ja. Ja, ja. Und I need your money. So. Ah, Müll wollte ich noch. Genau, Müll. Sprit. Jawohl. Läuft. Jetzt rufen wir erstmal Müll an hier. Machen wir den auch noch leer. Zack. Bevor die wieder meckern. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Der fährt ja gleich weiter. Ja, immer diese Ungeduld. Das ist auch wie immer real neben. Bis an der Tankstelle gehst rein bezahlen, dann werden sie schon nervös. Ja, warum dauert das da drin so lang? Und boah, die Menschheit, die hat keine Zeit mehr. Das geht mir so auf den Sack. Nur noch Stress, 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 Stress. Egal, wo du hinkommst. So. Ich hab grad gekehrt. Ja, mein zarten Rosa. Das haben wir hier noch. Ja, auf dem letzten Drücker natürlich noch gekleckert. Ist ja alles richtig. Perfekt. Zum Glück haben wir mit dem Besen alles hier schön wegmachen. So. Ist der. Jeder mal aus der Seite. Yes. So, kann ich jetzt mal hier den Parkplatz? Ah, Kundenwerkstatt, ey. Kundenwerkstatt, Mensch. Ich brauche jetzt erstmal hier den Kanister. Ja. Nee. Was ist dann?
Ach, der hat doch Sand drin. Wir können auch hier hinten den Parkplatz. Ne, weil ja angezeigt wurde unten der Parkplatz. Das war nicht so gut. Hier war das nochmal Bremse bewegen. Nieberger, achso. Mann, der schluckt aber auch Sprit, ey, das ist ja nicht mehr normal. Ey, eine Fahrt schon halb. Boah, wie der Zeiger runtergeht. Junge, 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 Junge. Rechte Maustaste war's. Lass mal den ein bisschen abkühlen. Weich leer. Na komm, fahren wir die eine Schaufel noch holen. Oh, Tankstelle ist Betrieb. Ist hier gleich leer. Fahrzeuge betankt 25. Awesome. 26. How much do I owe you? 27. So, das läuft doch schon mal. Ach, der ist weg. Ach, der rutscht aus, ja. Ich sehe es gerade. Pretty much what I ask for. Oh, ist das alles? Geil, Zwillinge sind wieder da. Super. Super Trooper. Die na na feine. Da da di da. Ja, Sigmar, lass mal lieber. Pretty much what I asked for. Gut. $625 Lieferung, Kraftstoffvorrat 200. Trotzdem bestellt. Haben wir eigentlich noch drin? Oh, ist fast voll. Sehr schön. Gut, 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 gut. $150. Ah. Könnten wir auch auf leveln? Okay, okay. Ah, Level der Tankstelle. Gut. Dann sollen wir das dann. Okay, der war zuerst da. Nice. Nice. When you are happy, I'm happy too, sir. You're amazing. Perfekt. Oh, Werkstatt. Kunde an Werkstatt. So, was dann, Ui. Okay, machen wir erstmal Spiegel. Also mit dem Reifen bestellen, das ist jetzt langsam... So, zack.
Ah, Mann. Ja, den schauen wir noch. Von hinten rein. Jetzt für ein neues Profil. Ja. Hat ja gerade so gelangt. Kann ich wieder bestellen. Hier. Gerade sein Ferner geht auch langsam aus. Wir haben zwar noch, aber... Oh, 405 Dollar, ist doch schön. Das Geld haben wir jetzt wieder. Und gleich wieder in Reifen investieren. Genau. Da war sie. So. Schön, wenn man Diesel vorrätig hat. Sieht's hier aus. So, jetzt machen wir gar noch schnell der Kanister voll, bevor ich das wieder vergesse. Sehr schön. Perfekt. Der kriegt auch noch so eine Ladung. Top of the line job there. Cool. 1100 Dollar haben wir schon. Was wir schon 46 Kunden von 100, Alter. Da haben wir noch, ey, yo, das ist noch ein bisschen, ey. Ja, da ist doch egal. Nimm's doch eh mit. Ja, auch noch bestellen, ey. Lieferung, angestellter Lieferung. So, Produkt. Autoteile, Autoteile. Auf jeden Fall Reifen. Schwierig. Toll, alles fürs Auto. So schnell ist die Kohle weg. Achso, wie sieht eigentlich auf der Delle da aus? Nachdem wir das letzte Mal der Partybus. Das geht ja noch. Das wäre schlimmer hier. So, schön. Ach, ich laufe hier hin, ist ja gar keiner da. Die macht der Gewohnheit, Freunde. Awesome. Gut, jetzt müssen wir mal gucken, warte mal, müssen wir am PC. Das sind zwar Dekorationen im Außenbereich. Bitte, Stoller, nee, ich will den Parkplatz.
Sache, was ist denn das? Seitenpalmen, nee. Palmen hinten, nee. Nee, $500 ist mir zu viel. Nee. Ah, ich wollte doch Parkplatz. Wo war das jetzt nochmal? Ja, was? Einrichtung. Günstiger. Parkingslot. Da sind wir richtig. $399. Okay. Da kann man nichts machen. Das haben wir auch schon. $399, gut. Müssen wir noch ein bisschen Geld sparen. Ja, das war jetzt verdammt knapp. Da haben wir jetzt mehr Glück wie sonst was. Noch eingefallen, egal, was soll's. Ja, anstatt Lars die Folgen guckt, könntet ihr auch hier mehr helfen kommen, ne? Wie wär's denn? Lars, komm, schnapp ihn jetzt Zapfpistole und dann geht's los. Lieferung Lagerhaus, da müssen wir hin. Wir werden auch jetzt demnächst mal hier mal die Tankstelle schließen und damit ich das dann alles mal irgendwie geregelt bekomme. Weil ich muss hier noch Lagerhaus aufräumen. Streichen, alles nochmal Vollmann bringen. Ein paar Sachen bestellen etc. Gut, es ist aber so, dass man mit der Werkstatt das meiste Geld machen. Ist einfach so. So. Ja, Werkstatt kommt ja wie gerufen, ne? Machen wir den noch und dann... irgendwas. Für heute. Perfekt. Haben wir wenigstens mal ein bisschen Vorrat. So, einmal ist hier schon. Achso. Erstmal. Die vier Reifen kaputt? Habe ich das richtig gesehen? Oder habe ich mich gerade verguckt? Das wäre jetzt wieder geil. Ich habe die auch gerade bestellt. Reifen. Ja, oh, schon wieder 34 Minuten. Das darf doch nicht wahr sein, ey. So, die noch. Ich frage mich, wie die mit drei Reifen hier gefahren ist. Mit drei platten Reifen. $240. Das ist wenig. Hatte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr erhofft. Wo ist der? Da ist er doch. Der Müllsack. So, bevor ich es jetzt wieder vergesse. Hier schon die Fliegen rumzwitschern. Ach, danke. Das Geld nehmen wir da mit.
nice day. Oh, die gucken sie mir. Great. Cool. Ah, oh, hier ist auch schon wieder voll. Einmal rein damit. Wo auch noch. So, jetzt machen wir hier erstmal Müllabfuhr bestellen. So, dann brauchen wir Parkplatz. Kaufen. So, dann brauchen wir Lieferung. 179 schnell langt nicht ganz. Ah, 4 Dollar fehlen. Oh, die haben wir gleich. Pretty much what I asked for. Ilen! Dein Bruder fährt Sprit. Have a nice day. So. Esel. Perfekt. Schön. Ja, da lege ich jetzt viel Wert drauf, dass jetzt immer Diesel da ist. Nachdem wir in der letzten Folge rausgefunden hatten, wo dran es liegt. Der Parkplatz ist auch da. Achso, da haben wir noch den. Ja, ja, ja. Ne, erstmal Sprit auffüllen. Den machen wir jetzt erst noch voll. Leer. Dann räume ich die anderen zwei auch noch im Leer. Die zwei Parkplätze hier mit dem Sand. Und. Aber erst noch mache ich jetzt offline das Lagerhaus leer. Jawohl. So, Rusty kann dann mal hier stehen bleiben. Boah, das ist so geil, wenn hier die Sonne aufgeht. Das sieht so geil aus. Boah, das ist so ein geiles Feeling, ey. So, mehr Parkplätze, mehr Kundschaft. Da drehen wir gerade mal am Rad. Da drehen wir gerade mal am Rad, ja, aber echt. So. Andrew ist sich immer noch am Ausruhen. Ich weiß nicht, mit dem bin ich momentan nicht so zufrieden. Der macht mehr Pausen, als er was arbeitet. Aber ich sehe auch nicht jedes Mal, dass ich jetzt jeden Tag den 200 Dollar extra bezahle auf die Hand. Das kann man mal machen, aber nicht am laufenden Band. So. Einmal tanken. Oh, ja, 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 ja. Das kriege ich hier aufzuhören. Stell dich nicht so an, um den 1 Liter extra. Gib lieber Trinkgeld, das wäre besser. Das ist schlimm hier, das ist so schlimm. Ja, das läuft alles. Oh. Nee. Nee, das will ich doch gar nicht. Place all. Keine Produkte. Keine Produkte. Keine Produkte. Keine Produkte. Oh. Da ist doch Zeitung da. Mensch, was ist da mit euch, ey? Verwöhntes Pack.
So. So, Freunde, das war's dann. Ich sag danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Allo. Tschüss.